Entwässern, bewässern, verwässern. Was bedeuten nur all diese deutschen Vorsilben? Dies ist Video Nummer 2 über deutsche Vorsilben. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Der Schnelltipp. Drei Regeln. Regel Nummer 1. Es ist okay, nicht alles zu verstehen. Es ist vollkommen okay, wenn du nicht jedes Wort verstehst. Hauptsache, du verstehst ungefähr 70% von dem, was ich sage. Regel Nummer 2. Wiederhole dieses Video immer und immer wieder. Wiederholung ist der Schlüssel des Sprachenlernens. Alternativ kannst du natürlich auch ein anderes Video wiederholen. Der Punkt ist, dass du ein Video immer und immer wieder siehst, was dir am meisten gefällt. Regel Nummer 3. Lehne dich zurück. Entspanne dich. Ja? Je entspannter du bist, desto effizienter lernst du eine Sprache. Und nun zum Thema des Videos. Die Vorsilbe fair. Diese Vorsilbe ist ein bisschen kompliziert. Interessanterweise wurde über diese Vorsilbe ein ganzes Buch geschrieben mit dem Titel Die Vorsilbe fair und ihre Geschichte. Eine Bedeutung der Vorsilbe fair ist zum Beispiel Zeit mit etwas verbringen. Ich schlafe sehr lange und komme deshalb zu spät. Ich habe fair schlafen. Oft signalisiert die Vorsilbe fair etwas Negatives, etwas Schlechtes. Ich laufe im Wald. Alles ist gut. Ich verlaufe mich im Wald. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Ich habe mich verlaufen. Fair kann auch Fehlverhalten signalisieren. Ich schreibe etwas. Jemand stößt mich an. Ja, ich schreibe etwas und jemand stößt mich an. Ich habe mich verschrieben. Ja, ich habe etwas getan und dann habe ich mich vertan. Fair kann auch bedeuten, dass man etwas hinzufügt. Die Statue ist grau. Ich streiche die Statue Gold an. Ich vergolde die Statue. Die Statue ist nun vergoldet. Ich füge sehr viel Salz hinzu. Ich habe das Essen versalzen. Das ist nicht gut, weil es dann nicht mehr schmeckt. Oder ich gieße zu viel Wasser in die Suppe. Ich habe die Suppe verwässert. Es ist jetzt noch kaum Geschmack vorhanden. Ich habe die Suppe verwässert, indem ich zu viel Wasser hinzugefügt habe. Die Vorsilbe fair kann auch bedeuten, dass sich etwas bewegt. Ja, diese Bücher liegen aufeinander. Ich schiebe das erste Buch. Ich habe das Buch verschoben. Ich kann auch sagen, ich habe das Buch verrückt. Ja, ich rücke das Buch. Ich habe das Buch verrückt. Fair kann auch Veränderung bedeuten. Ich schmelze Kupfer und
ich schmelze Zinn in einem Behälter. Ich verschmelze Kupfer und Zinn zu Bronze. Ich habe die Metalle, Kupfer und Zinn in Bronze verwandelt. Fair kann auch eine Zustandsänderung bedeuten. Ich lerne eine Frau kennen. Ich mag sie sehr. Ich verliebe mich. Ja, ich habe mich komplett verändert. Mein seelischer Zustand hat sich komplett verändert. Ich bin nun verliebt. Ich habe das Essen zu lange im Kühlschrank gelassen. Das Essen ist nun vergammelt. Das Essen ist verdorben. Manchmal hat die Vorsilbe fair aber auch keine besondere Bedeutung. Ich möchte gerne Urlaub in Italien machen. Ich möchte meinen Urlaub in Italien verbringen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dies ist erst der zweite Teil über deutsche Vorsilben. Fortsetzung folgt.